Ich habe meinen Newsletter hier nun fertig gestaltet, beendet und will den ja nun an viele Leute schicken. Entweder sage ich hier oben Continue, also weiterfahren, oder ich gehe hier auf den Chimp, ich mache mal hier mit Fortfahren und hier ist meine Kampagne, an wen geht sie? Stimmt, da fehlen noch die Empfänger. Von wem ist sie? Das ist erledigt. Der Haken steht hier. Um was geht es? Und hier ist die gestaltete Mail. Also jetzt fehlen noch die Empfänger. Also ich kann hier Empfänger hinzufügen oder ich kann auch hier Links Audience. Das ist genau dasselbe. Das sind auch die Empfänger. Es kommt also nicht darauf an. Ich sage mal hier, ich will Empfänger hinzufügen. Und stimmt, ich habe noch gar keine Kontakte. Ich kann die hier importieren oder ich zeige mal, wie das hier aussehen würde. Ich gehe mal hier auf Audience. Ich kann auch hier Manage Audience, also das sind alle meine Adressen verwalten, Kontakte importieren. Achtung! Ich kann zwar hier 2000 Kontakte importieren, aber dann gehen alle meine Newsletter immer an dieselben Adressen. Das ist ein bisschen doof. Aber es gibt eine Möglichkeit, ich kann die Adressen noch markieren mit einem Tag, dass ich zum Beispiel sagen kann, das sind Jugendliche, das sind Senioren oder das sind aktive oder passive Mitglieder. Und dann kann ich bestimmen, das Mail oder der Newsletter geht nur an aktive oder passive oder Junioren und so weiter. Also ich importiere mal meine Kontakte. Import. Jetzt kann ich hier ein sogenanntes CSV-File importieren. Das kann eine Excel-Tabelle sein, die ich als CSV gespeichert habe. Oder ich kann auch etwas kopieren und hier wieder reinpflastern. Das mache ich doch mal. Also Copy and Paste und dann Continue to Upload, weiterfahren. Und jetzt steht da so ein Beispiel. Ich bin ein bisschen verunsichert. Ich versuche es mal. Ich habe hier das Excel bereits geöffnet und ich markiere nun mal all meine Adressen. Und Sie sehen, ich habe hier Name, Vorname, Adresse. Mail ist sicher das Wichtigste, aber der Rest hier hinten ist gar nicht so wichtig. Ich nehme das trotzdem mal rein. Beruf, Anrede 1, 2, 3 und weiblich oder männlich. Also, ich markiere alles mit Ctrl-A. Jetzt drücke ich Ctrl-C. Jetzt sind all diese 100, irgendwie 70 Adressen im Zwischenspeicher. Ich gehe wieder zum Mailchimp. Das habe ich hier offen. Und ich füge das hier einfach hier hinein. Ich setze den Cursor hier hinein und sage Ctrl-V. Sieht übel aus. Ich lasse mich überraschen. Weiterfahren, um es zu organisieren. Es fragt mich, Mailchimp, haben denn die alle zugesagt? Sind das all jene Leute, die eine Mail wollen? Ich sage mal hier, jawohl, die wollen diese Mail. Es wäre ja komisch, wenn ich jetzt sagen würde, nein, die haben alle abgesagt, dann ginge das Mail gar nicht raus. Aber die Leute können nachher sich abmelden, wenn sie das nicht mehr wollen. Weiterfahren. Continue to tag. Ja, hier könnte ich einen Tag erstellen, also sind das nun Mitglieder oder gehören die zur Crew oder sind es Kunden. Hier könnte ich auch einen Tag erstellen. Ich lasse es mal weg, ich fahre weiter und jetzt Continue to Match, also da muss noch etwas zusammenpassen. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, aber all diese roten Dinger hier, da weiß Mailchimp nicht, was Name ist. Also ich helfe hier, ich sage nicht First Name, sondern das ist Last Name, also der Nachname. Bestätigen. Dann der Vorname ist First Name, jawohl, Vorname. Bestätigen. Die Adresse, das ist die Straße, also das ist nicht eine kombinierte Adresse, sondern die Straße, jawohl. Bestätigen. Weiter. Postleitzahl ist ZIP, Postal, jawohl. Bestätigen. Ort. Das ist die City. Bestätigen.
Weiter. Was haben wir hier noch? Beruf. Das weiß natürlich Mailchimp überhaupt nicht. Also, ich gehe hier drauf. Da hat es gar nichts zur Auswahl, aber da oben steht Create a new field. Also ich kann selber etwas kreieren und ich kreiere doch hier mal Beruf. Und das ist ein Text, stimmt es nicht irgendwie eine Zahl oder etwas? Ich bestätige das. Dann die Anrede 1. Ja, das nehme ich gerade so. Aber dieses Feld muss ich jetzt noch neu kreieren. Das ist auch Text. Ich schaue mal, was es denn hier noch gäbe. Ist es eine Zahl? Ist es ein Datum? Geburtstag? Nein, ist es alles nicht. Also es ist tatsächlich Text. Bestätigen. Anrede 2. Das muss ich auch kreieren. Kennt er auch nicht. 2. Das hatte ich halt so in der Excel-Tabelle. Und Anrede 3. Neu erstellen. 3. Bestätigen. Und zum Schluss WM. Frau oder Mann, weiblich oder männlich, ja, das kennt er natürlich auch nicht. Auch hier neu kreieren, W, M, ich verstehe dann das schon, das ist auch Text, bestätigen. Fertig. Und jetzt den Import finalisieren, also beenden. Mailchimp sagt mir, es füge nun 168 Adressen ein. Jawohl. Den Import komplettieren. Wunderbar, ich habe offenbar eine Mail erhalten, ob das funktioniert hat. Und ich kann hier zum Dashboard gehen. Ich sehe, 162 Adressen sind nun drin. Es waren doch 168. Was ist denn hier los? Ich schaue mal bei Mail nach. Hier steht ja. 162 seien importiert worden, eine habe schon existiert. Hier steht, 162 sind importiert worden und 6 E-Mails haben einen Fehler. View failed imports, also ich kann die mal ansehen, diejenigen mit dem Fehler. 6 Mail haben einen Fehler, ich klicke mal hier drauf. Das ist die Import. History, also das Protokoll des Importes, 6 Mail, ich schaue mir die an. Ist ein bisschen unangenehm hier nachzusehen. Mal sehen, ob ich da einen Fehler sehe. Vermutlich in der Mailadresse. Ja, ich sehe hier die Fehler. Hier ist ein Ü in der Adresse. Hier hat es einen Punkt nach dem Add, das kann ja auch nicht sein. Hier wieder ein Ü und hier wieder ein Punkt. Also, die kann ich ja im Nachhinein noch korrigieren und nochmals hochladen. Aber jetzt habe ich doch alle meine Kontakte importiert. Ich schaue mir die einmal an. Hier bei allen Kontakten. Und stimmt, ich habe hier die Adresse, ich habe hier die Anrede 1, Anrede 2, Anrede 3. All das, was ich mir gewünscht habe und so auch importiert habe. Jetzt kann ich weitermachen mit dem Newsletter. Das war's.